So, hallo Leute. Willkommen zu einer Spezialfolge vom Landwirtschaftssimulator 2013. Das wird jetzt keine Folge in dem Sinn, das wird jetzt ein Video, in dem ich, wie soll ich sagen, euch ein bisschen mal über den Hof führen will. In meinem Privatspiel, es hat sich einiges getan seit der letzten Aufnahme. Und ich möchte auch ein bisschen was sagen zum Projekt Let's Play Together. Landwirtschaftssimulator 2013. So, aber das sage ich dann, wenn wir das Feld dreschen, das da hinter uns ist. So, was hat sich verändert? Der Traktor hat sich nicht verändert, auch der Hänger hat sich nicht verändert, aber da hat sich was verändert. Denn mittlerweile habe ich die größere Sämaschine, die auch während dem Säen das Feld grubbert. Das heißt, ich erspare mir einen Arbeitsgang. Natürlich hat sie eine größere Arbeitsbreite und dadurch sind die Felder schneller fertig. So, was hat sich noch getan? Meine Lager sind mittlerweile ziemlich gut gefüllt, wie man zum Beispiel im Rapslager sieht. Ja, aber ich habe mir noch was gekauft. Einmal, wie schon am Radar, okay, sieht man nicht. Aber wie man das jetzt schön sehen kann, gehört das Feld 14 mir. Das haben wir vor kurzem gekauft und da hinten seht ihr auch schon meine zweite neue Errungenschaft. Ja, ich hoffe, ihr könnt sie noch immer verstehen, weil ich habe jetzt eigentlich ganz vergessen, dass ich den Spielsound wieder raufgestellt habe, ein bisschen. Okay, also, da ist mein neuer Mähdrescher, ein Deutz Fahr 5465H. Hat die doppelte Arbeitsbreite, hat 4000 Liter Fassungsvermögen für den Korntank. Ja, und den werden wir heute ein bisschen verwenden. Weil das Feld gehört abgeerntet. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es mir noch immer gut verstehen, obwohl das Video jetzt oder die Motorensounds doch ein wenig lauter sind. Wird das leiser, wenn ich wegsuche? Nein, wird nicht leiser. Ja, tolles Spiel. Drinnen? Nein, auch nicht. Okay, dann dreschen wir einfach einmal. Ja, was gibt's sozusagen zum Thema Let's Play Together? Ja, wie wir im Let's Play Together auch schon gesagt haben, haben wir jetzt genau zwei Folgen mal aufgenommen, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze ankommt, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ja, da die Videos nicht sonderlich viele Aufrufe haben und auch sonst ja nicht viele Likes oder keine Ahnung, was auch immer, würde ich sagen, ist das Projekt Let's Play Together Farming, also Farming Simulator ist der englische Titel, Landwirtschaftssimulator 2013 ist für mich beendet. Beendet, abgebrochen, nennt es, wie ihr es wollt. Es wird keine Folgen mehr geben, ich suche mein anderes Projekt und ich weiß nicht mal, ob das dann ein Let's Play Together wird, weil wie das Ganze abgelaufen ist, ist meiner Meinung nach auch nicht richtig, aber okay. Normalerweise für mein Verständnis ist es ja so, dass man, wenn man ein Let's Play Together hat und beide Spieler laden ja das Video dann hoch, dass man sich da abspricht, wann man welches Video freischaltet. Aber wenn ich dann den Kollegen frage, wie es ausschaut, wann er jetzt die zweite, erste Folge freischaltet, das weiß er noch nicht. Okay, dann schaue ich 2 Tage später, glaube ich, was rein. Da ich ihn ja abonniert habe, sehe ich ja, welche Videos er freigeschaltet hat. Und siehe da, er hat auf einmal das Video freigeschaltet. Fand ich schon mal interessant, dass er mir nichts sagt. Okay, dann habe ich es halt auch freigeschaltet. Dann haben wir noch nichts gedacht, haben wir gedacht, okay, lass ihn. Ja, lass ihn, sage ich auch zu meinem Drescher, weil der ist voll. Na bravo, das wird was. Jedenfalls haben wir daran gedacht, naja, vielleicht wird es bei der zweiten Folge besser, aber ja, dann habe ich ihn mal die Tage, ein paar Tage später gefragt, wie es ausschaut, wann er eigentlich vorhat, das zweite Video hochzuladen. Und dann habe ich als Antwort eigentlich nur bekommen, das wird noch ein bisschen dauern. Sehr genauer Zeitpunkt.
Okay, ich habe dann eigentlich auch den darauffolgenden Tage nichts von ihm gehört. Und ja, heute schaue ich wieder mal meine Abos durch und was sehe ich? Er hat das Video freigeschaltet. Er hat mir wieder nichts gesagt, dass er es freischaltet und... Ja, okay. Gut, also dieser und auch durch andere Sachen würde ich mal sagen, das Projekt ist hiermit offiziell beendet. Ich werde euch vielleicht noch ab und zu mal ein Video bringen, so wie das hier jetzt, wo ich euch den Fortschritt auf meinem eigenen Hof zeige, wo ich euch ein paar neue Fahrzeuge vorstelle, die ich mir kürzlich geleistet habe oder wie auch immer. Aber das wird jetzt kein richtiges, regelmäßiges Projekt. Das kommt dann, wenn ich drauf Lust habe, wenn es was zu zeigen gibt und ja. Mehr gibt es jetzt da eigentlich nicht dazu zu sagen. Ja, zurück zum Fahrzeug. Der Drescher hat gekostet 199.000 Euro. Plus das Schneidwerk vorne 32.000. Hat sich aber ausgezahlt, weil immerhin hat er die doppelte Arbeitsbreite. Und der der alte wäre jetzt mit 1593 schon voll. Wäre mehr als voll. Hätte ich schon wieder ausleihen können. In dem passen doch 4200 Liter und ja. Also da kann ich dann schon ein bisschen länger fahren und mit dem macht es auch Sinn, das große Feld hier abzuernten. Mit den kleinen, da werde ich wahrscheinlich alt und grau, bis die fertig ist. Ja. Sonst gibt es eigentlich dabei nichts zu zeigen. Ja, das... Meine neueste Errungenschaft oder ja, ist eigentlich der Drescher bzw. das Feld, was wir gerade bearbeiten. Die Sämaschine habe ich schon länger, die haben wir schon ja, vor einiger Zeit gekauft. Weil man dachte, die kleine, die ganz kleine da, die ich gerade vorher hatte, ja, also sie war lieb und nett, für die kleinen Felder hat es gereicht, aber im Hinblick auf die großen Felder oder das größere Feld wie dieses hier war es einfach zu klein. Es war einfach wertfrei. Ja, und mein, auch dieses Feld mit der Sämaschine, die wir da hinten stehen haben, das dauert auch seine Zeit. Aber ich bin deutlich schneller fertig als mit der kleinen, werde ich wahrscheinlich den ganzen Traktor vorsitzen. Ja, was ich als nächstes geplant habe, ich hoffe, dass jetzt demnächst endlich einmal eine große Nachfrage nach Raps kommt, damit ich wieder Kohle habe. Weil mein Lager, wie ihr gesehen habt, das ist schon brechend voll und das muss weg. Es kommt zwar immer wieder eine große Nachfrage für Raps. Für... Es war klar. Für Weizen und für Gerste. Aber für Raps habe ich bis jetzt noch keine gehabt. Das würde mir noch fehlen. Ja, also da, wie soll ich sagen, Landwirtschaftssimulator ist jetzt nicht so spannend, dass man den so toll kommentieren könnte und da jetzt stundenlange Folgen draus macht. Deswegen wäre ich schon fast dafür, dass man die Folge wieder beenden, weil was mache ich jetzt? Ich fahre jetzt einfach da rauf und runter und ernte dieses ganze Feld da ab. Und hoffe, dass irgendwann einmal eine große Nachfrage nach Raps kommt, damit ich mein Lager leeren kann. Ja, und in dem Sinne würde ich mal sagen, ich bleibe jetzt trotzdem kurz stehen, drehe ab, damit ihr mich auch versteht. In dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Folge heute. Nochmal zusammenfassend, das Projekt Let's Play Together ist abgebrochen. Es ist leider bei euch nicht gut angekommen und... hat man ja auch an die, es hat auch, ich möchte jetzt nicht sagen, Probleme gegeben, aber es war ein bisschen, wie soll ich sagen, schlecht geplant, sagen wir so, sagen wir schlecht geplant, beziehungsweise schlecht durchgeführt. Okay, also wenn, wir sehen uns dann beim neuen Projekt, was das wird, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, das muss ich mir noch ehrlich überlegen.
Ich denke aber, es wird was anderes werden als ein Simulator. Mal schauen, was mir so einfällt. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht interessiert, habt ihr Ideen, was gerade rauskommen ist, was für ein Spiel und was ich Let's Playen könnte. Helft mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge. Also, ich hoffe, ihr bleibt nicht mir trotzdem treu. Euro Truck Simulator geht nach wie vor weiter. Ich weiß zwar nicht, ob ich da auch in Zukunft täglich eine Folge rausbringen werde, weil es ist doch viel Arbeit dahinter und wie viele von euch wissen, bin ich auch berufstätig, also habe ich nicht unbedingt die Zeit dazu, dass ich da jeden Tag jetzt ein Video bzw. mich da am Wochenende stundenlang hinsetze und Videos drehe. Okay, also, jetzt aber wirklich Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise hören uns dann im nächsten Video. Mich würde es freuen, wenn ihr dann trotzdem noch weiter dabei bleibt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.